Die Ladies sagen, Chicky, bitte hypnotize me. Doch ich sippe lieber meinen Lippen Eistee. Und zwar eisgekühlt. Rapper sind wie die Haare meiner Frau, weich gespült. Du bist deine Leinwand, denn auf deiner riesengroßen Stirn könnte man einfach mal eben einen Beamer projizieren und danach FIFA darauf spielen. Bitte komm mir nicht zu nah, denn du riechst Modric wie Luca. Stopp. Hallo. Zu der heutigen Analyse. Freunde, once again, back is incredible. Pow! JGG am Start. Heute mit etwas, was ich sehr interessant finde. Ich weiß nicht, ob ihr es so interessant findet. Aber jetzt! Nein! Aber ich finde es sehr interessant. Ich hatte das doch schon beim letzten Video an. Ich zieh mich mal kurz um, Freunde, Alter. Ich hatte das doch schon beim letzten Video. Ich kann unter dem jeden Video gleich aussehen, Freunde. Das ist schlecht für die Klicks. Das ist schlecht für die Klicks. Merkt euch das. Alle YouTuber wechseln ab und zu mal die Klamotten, ja. Und nicht in jedem Video Merch tragen. Sonst wird es zu auffällig. Du Bastard. So, welche Farbe passt gut zu Blau? Grün? Grün passt zu Blau? Richtig. Wir geben uns jetzt Gebrüder King, Digga. Ich weiß auf jeden Fall, dass es Mighty ist. Wer war denn da noch dabei? Ich weiß es gerade gar nicht mehr so genau. Wer war denn das nochmal? Digga, das steht doch hier unten bestimmt. Produziert von Prisk Fingers, Digga. Prisk Fingers war einer, den ich schon früher sehr gefeiert habe, der sehr viele Beats produziert hat von Songs, die ich gefeiert habe, der auch ein Mixtape rausgebracht hat. Ich habe sogar auch schon mal auf dem Prisk Fingers Beat gerappt. Und zwar auf meinem Tape zwischen Narzissmus und Selbstmitleid. Der Track Zahnpasta-Fernsehreklame ist ein Beat von Prisk Fingers. Nedal Nip und Mighty sind die Gebrüder King und ich lasse mich überhaupt nicht hier von der Like-Dislike-Bilanz blenden, weil ich natürlich weiß, dass die ganzen Cynic-Fans hier wieder auf geheimer Mission unterwegs sind. Einfach nur disliken! Ist okay, kann ich verstehen, wenn man Fan von was ist, will man das, was einen irgendwie Schaden zugefügt hat, natürlich zerstampfen. Deswegen fühle ich das komplett, kann ich nachvollziehen. Prinzipiell fand ich den einen Track von Mighty und Nedal Nip mit Kollega, genau dieser Track, der so komplett runtergerissen wurde und komplett schlecht gemacht wurde, ne, von Cynic in dem Battle, fand ich mega geil. Und ich bin jetzt hier gespannt, was auf mich zukommt, wie Geisterfahrer, Kerosin, Gebrüder King, yes, yo, once again back, it's incredible, habe ich gar nicht gesagt. Ich habe auch nicht gesagt, dass ihr diesen Channel abonnieren sollt. Ich blende jetzt hier mal wieder diese Statistik ein, die ich so lange einblenden werde, bis wir hier auf 30% runter sind, bis diese 40, die hier steht, ne, oder diese 42, oder wie viel auch immer, auf 30 runter ist. Fast die Hälfte von den Leuten, die meine Videos gucken, haben meinen Channel nicht abonniert. Abonnieren, Glocke aktivieren wie Quasimodo und alle sind zufrieden. Jetzt Attacke Bonanza. Fangen die jetzt auch mit dem Autotune an, oder was? Digga, gib doch mal ein Beat jetzt, komm. Ach so, über Alpha ist es ja jetzt released. Sehe ich das richtig, ja? Oh, Digga, Alter. Da bin ich mal gespannt. Gebrüder King, Junge, fick, was du denkst. Wir haben uns aus der Grotte hoch bis an die Spitze gekämpft. Es war Weihnachten im Flüchtlingsheim, nichts gab's geschenkt. Doch heute greif ich nach den Sternen statt den Schlüssel zum Benz. Junge, scheiß auf Haze und Lee. Greif ich zu den Sternen, schnapp den Schlüssel vom Benz. Heute greif ich nach den Sternen, schnapp den Schlüssel zum Benz. Schnapp den Schlüssel zum Benz. Aber er schnappt doch den Schlüssel vom Benz. Und nicht zum Benz. Naja, aber zu sagen, ich greife nach den Sternen und nehme den Schlüssel vom Benz, ist eigentlich ganz cool. Ist zwar, geht auch wieder ums Benz, aber deswegen ist ein bisschen innovativer integriert. Flüchtlingsheim, nichts gab's geschenkt. Doch heute greif ich nach den Sternen statt den Schlüssel zum Benz. Junge, scheiß auf Haze und Lean. Wir zwei bleiben straight und clean. Ne Betäubung gibt es für uns nicht mal bei OP-Termin. Gullis trällern Melodien, tänzeln rum in Mädchen-Jeans. Doch was nützen Plays und Streams, wenn wir kommen und Basic ziehen? Yeah. Mach Platz für die Straßenidole, leibhaftige Statussymbole. Fahren auch den Film so. Ist auf jeden Fall irgendwie was anderes. Fand ich jetzt ganz gut. Mehr aber auch nett. Scheiß auf Haze und Lean. Twitter bleiben straight und clean. Oder in Bullies trällern Melodien. Tänzeln rum in Mädchen-Jeans. Doch was nützen Plays und Streams, wenn wir kommen und Basic ziehen? Yeah. Mach Platz für die Straßenidole. Yeah. Leibhaftige Statussymbole. Yeah. Junge, guck, ich jage die Kohle. Doch hör auf das Herz, Kardiologe. Yeah.
Kollege hat ja auch schon mal die Zeile gebracht mit, habe ich ja letztens erst drauf reacted, also der Reim Statussymbole auf Straßenikone kennt man. Yeah. Leibhaftige Statussymbole, yeah. Junge, guck, ich jage die Kohle, doch hör auf das Herz, Kardiologe. Yeah. Machte mein Bares Bedrohung, yeah. Immer aus dem Jahrgang geflohen. Yeah. Die Brüder King, ja, wir waren am Boden, doch starten nach oben wie NASA-Piloten. Wir waren auf dem Boden, doch starten nach oben wie NASA-Piloten, finde ich ganz gut so. Auch zu sagen, ja, ich höre auf das Herz, so wie Kardiologen. Ja, ist jetzt nicht so weit hergeholt, ist ziemlich naheliegend so. Ist aber ganz okay so, aber wir starten nach oben wieder wie NASA-Piloten, finde ich ganz geil. Immer aus dem Jahrgang geflogen, die Brüder King, ja, wir waren am Boden, noch starten nach oben wie NASA-Piloten. Was will er denn? Bruder, was geht? Ja, ist gerade. Alias, ich weiß nicht, ob eigentlich ist ja nicht schlimm, ne? Ich habe ja letztens so, also Ali, Digga, wenn das jetzt, manche wollen das ja nicht, dass man sowas nach außen trägt, aber das ist ja eigentlich überhaupt nicht schlimm so. Letztens, als ich meine Reaction zu, na, komm, zu dem überkrassen Song von Alias gemacht habe, zu Sonnenmaschine und da gesagt habe, dass Alias menschlich mir wie ein Affe vorkommt manchmal oder dass er vielleicht menschlich ein Affe ist und so, ne, ein bisschen gegen Alias seinen Charakter geschossen habe, hat er mir danach auf Instagram geschrieben so. Irgendwie cooles Video zu Sonnenmaschine, PS, bin gar kein Affe, peace out. Haben wir kurz miteinander geschrieben, war auf jeden Fall ganz cool. Was will er denn? Bruder, was geht, ja? Hat er gerade 12 Takte gerappt? Haben die gerade 12 Takte gerappt, Digga? Ich glaube, die haben 12 Takte gerappt. Ja, ist gerade schlecht, wir drehen Video. Ja, ich weiß, ihr seid fertig. Warum? 12 Takte reichen, mein Freund. Ich wusste es. Wir sind die Infanterie. Ich wusste es gerade, Digga. Wir drehen Video. Ja, ich weiß. Ihr seid fertig. Warum? 12 Takte reichen, mein Freund. Ja, ich steige so rum, drüber lustig zu machen, ist schon. Ich mag das eigentlich selber so, sich selber, weil der nimmt sich ja gerade selber hops, Alias, und sie verarschen dieses ganze Ding schon so ein bisschen. Allerdings finde ich das, ich finde es gut, wenn man so mit Humor versucht, manche Dinge zu regeln so. Aber prinzipiell fände ich es noch besser, wäre davor mal irgendwie so ein Statement gekommen von wegen so, ey, war echt scheiße von mir, tut mir leid. Und wenn du dich dann drüber lustig machst und das versuchst mit Humor wegzukehren, finde ich es besser, als wenn du es nur versuchst mit Humor wegzukehren so. Wir sind die Infanterie, man sieht uns in den Streets. Während es deine Realität nur auf Insta gibt. Damals Steine auf der Straße, verteilt wie der Winterdienst. Und mehr Pakete da gibt. Damals Steine auf der Straße, verteilt wie der Winterdienst. Steine auf der Straße verteilt wie der Winterdienst, finde ich prinzipiell echt extrem dope so. Ich finde, dass der Beat den beiden nicht steht. Also ich kenne überhaupt nichts von denen, außer den Song mit Kollega. Gerade Mighty, finde ich, ist lyrisch halt wirklich extrem stark, sage ich ganz ehrlich. Und ich glaube auch, dass er halt eher so mit seiner Attitude eher so aus dieser Boom-Bap-Richtung kommt und eigentlich gar nicht so diese Beats mag mit vielen Hi-Hats, da drapp, drapp, immer die Trap-Snares am Ende des Taktes und so. Fühlt sich für mich so an, als ist es eigentlich gar nicht sein Film, den er fährt und deswegen finde ich es nicht so geil so, ne? Ist vielleicht massentauglicher, kann gut sein, aber prinzipiell hätte ich mir persönlich mehr so ein Kopfnicker-Ding halt gewünscht, wo die beiden halt einfach so boombappen. Weil ich meine, Mighty ist jetzt auch nicht mehr so der Jüngste und wenn er sagt, er hört auf sein Herz, dann, also er ist bestimmt auch mit diesen ganzen NWA, Public Enemy und diesen ganzen Bängern da aufgewachsen von früher so, ne? Und dann glaube ich auch, dass es eher in seinem Herz ist als so ein Ding. Aber ist ja auch alles nur Vermutung und Spekulation von mir, Freunde. Und mehr Pack auf Insta gibt. Damals Steine auf der Straße verteilt wie der Winterdienst. Und mehr Pakete abgeliefert als bei King of Queens. Fick alles weg ohne Kommen. Das ist aber gut. Das ist gut. Das ist eine gute Zeile, die einen guten Reim hat, der auch gut im Kontext steht so. Oder was heißt, die schaffen den Kontext so. Das ist, ich meine, sie rappen da gerade auch über dieses Dealer-Ding, ne? Und das ist halt, oh, ja, aber sie verpacken es halt geil. Sie haben den Reim King of Queens auf Winterdienst. Das ist echt ein ganz guter Reim. Und du sagst, damals auf der Straße Steine verteilt wie der Winterdienst und mehr Pakete verteilt als bei King of Queens. Dann ist das schon geil. Dann ist es schon gut umgesetzt halt.
und mehr Pakete abgeliefert als bei King of Queens. Fick alles weg ohne Kompromiss. Punchen gekonnt wie der Boxverband. Kannst mir leisten wie Bonzen Kids. Fick den Start, keine Post vom Arm. Guter Flow, Digga. Heut Gourmet, gestern Pommes Chips. Uns geht's gut, Junge, Gott sei Dank. Panzerfaust bringt die Bomben Hits. Brenn alles ab, so wie Notre Dame. Wir ziehen wie das Militär in den Krieg. Als wären wir Marines und klären uns den Sieg. Was wir erreicht haben, haben. Ja, Mighty ist lyrisch stark. Bleibe ich dabei so, auch wenn ihr jetzt alle ausflippt so und weil ihr euch auch dann immer wieder getriggert fühlt, weil ihr einfach nicht loslassen könnt von der Cynic-Niederlage so. Kann ich auch verstehen, aber irgendwann muss man mit Dingen auch einfach mal abschließen und versuchen halt nicht nur mit Scheuklappen durch die Gegend zu laufen so. Mighty ist lyrisch stark so, da bleibe ich dabei, auch wie er die Reime setzt und wie er Reime schafft, klären den Krieg, als wären wir Marines, Militär, Divisions, irgendwie sowas, also das ist schon, ich find's wirklich gut. Als wären wir Marines und klären uns den Sieg. Was wir erreicht haben, haben wir mehr als verdient. Brenn alles nieder und komm wieder mit noch mehr Kerosin. Wir ziehen wie das Militär in den Krieg. Als wären wir Marines und klären uns den Sieg. Egal wer ihr seid, wir haben das stärkere Team. Brenn alles nieder und komm wieder mit noch mehr Kerosin. Wir ziehen die Maske über. Ja, das war wohl die Hook anscheinend. Ich finde, dass Nedal Nip ein bisschen dünn rüberkommt, so vor der Stimme. Im Vergleich auf Mighty. Mighty gefällt mir besser auf jeden Fall. Ja, und Hook war gut. Wieder und komm wieder mit noch mehr Kerosin. Wir ziehen die Maske über, kampferprobte Waffenbrüder. Vorstrafenregister lang, Seiten kurz wie Taschenbücher. Seiten lang, Seiten kurz wie Taschenbücher. Seiten kurz wie Taschenbücher, okay, ja. Waffenbrüder. Ja, es ist von den Reimen und von den Vergleichen ist es wirklich gut halt. Kampferprobte Waffenbrüder. Vorstrafenregister lang, Seiten kurz wie Taschenbücher. Die Soko macht auf Schau, doch wir agieren taktisch klüger. Sind keine deutschen Frauen, doch hinter uns stehen 80 Syrer. Renne keine Meile. Ticker. Wirklich asoziale Zeile irgendwie so ein bisschen. Was heißt asozial? Ich meine, ja, ist aber eine gute Zeile, Digga. Wir sind keine deutschen Frauen, doch hinter uns stehen 80 Syrer. Klüger. Sind keine deutschen Frauen, doch hinter uns stehen 80 Syrer. Renne keine Bleib hinterher, EKG, jede Line kommt vom Herz. Alle machen Auge, Snipergewehr, weil ich komm nach oben, Leiche im Meer. Meister am Werk. Alle machen Augen, Snipergewehr, denn ich komm nach oben, Leiche im Meer. Also ich bleib dabei. Von dem Flow, von den Flows kann man, ist jetzt nicht so die Stärke, aber von den Reimen und von den Vergleichen finde ich das wirklich auf einem sehr, sehr guten Niveau hier. Der Reinkopf vom Herz, alle machen Auge, Snipergewehr, weil ich von der Oben, Leiche im Meer. Meister am Werk, live und on air, Meinungen sind außer meiner nichts wert. Box dich weg, als ob ich Thailänder wäre, habe fighten gelernt, so wie beim Militär. Bruder! Was soll die Nummer? Schiebung, Bruder. Immer schön Schiebung. Alles klar. Alter, ohne Spaß, die Cynic-Fans, Alter, das sind genau die, ich meine, ich bin da neutraler Beobachter, so, ich kann da drüber lachen, genauso wie das Ding mit Alias fand ich jetzt auch ganz lustig, aber für die Cynic-Fans ist das jedes Mal noch mehr Fronterei und noch mehr Angriff, so, die fühlen sich davon getriggert und angegriffen, bin ich mir relativ sicher, so. Ich finde das lustig, so, es gibt viele, die so, Schiebung, Bruder. Bruder! Was? Ich finde, dein Kollege guckt da wie ein absoluter Lauch. Bruder! Was soll die Nummer? Schiebung, Bruder. Immer schön Schiebung. Jetzt aber in die Kamera guckt, finde ich bös lustig, Alter. Alles klar. Für meine Hater in der Hose die Glock. Für meine Fans offenes Ohr wie Van Gogh. Wir fürchten weh. Für meine Fans offenes Ohr wie Van Gogh. Ja, der Pimp-Gangster-Boss, ich bin kein Linkshänder, doch schneid dir mit links dein Ohr ab, als wär ich Vincent van Gogh, ey. Mach nicht auf Street-Ticker, Bitch, du bist ein friedlicher Kiezstricher, Bitch, der Boss ist back wie die 70er. Meine Luftmatratze, unverleugnen. Du bist der Sohn einer Hure, kein Wunder bei so einer Hure, wie deiner Mom, so einer Hure, die mit Russlanddeutschen fickt, und zwar seit ihrem 10. Lebensjahr, als ihr Jungfernhäutchen riss, unverleugne es. Nicht, dass du ihr nacheiferst, Stricher, du verdienst dein Geld mit Rummachen wie Jamaika. Wen willst du
Wie willst du Clown Battle-Nuttel, deine Augäpfel sehen deformiert aus nach dem Ausschlag, nach dem Einschlag meiner Faustknöchel? Ich senke meine Toleranzschwelle und das Letzte, was du Hure hörst, sind Dobermann-Bellen. Das sind chromfarbene Felgen. Bitch und kleine Stadtganoven machen nach wie vor auf Gangbanger mit Platzpatronen. Hustler Flow, Kid, ich will nicht unhöflich sein. Doch ich lade deine Frau zu mir zum Rumvögeln ein. Trage Shotguns, lade, Opfer, schieß... Trage Shotguns, lade, schieß und Opfer tragen, Kopfbandagen, wenn ich komme, salutieren Max, als wäre ich eine Schottlandfahne. Und du hast Ausgehverbot, denn deine Mutter weiß, ich schlag dich mit zwei Faustschlägen tot. Linke Haken halb tot, rechte gerade und du Nutte stirbst, ich wisch mit deinem Whitey noch dein Blut von meinem Gucci-Shirt, Kid. Und ich lasse deine Crackhaus später, abends auf dem Bettvorleger, blasen wie den Chess-Trompeter, schlage sie per Baseballschläger, krankenhausreif, als hätte sie einen Polizeibeamtenausweis, yo, der Pimp-Gangster-Boss. Ich bin kein Linkshänder, doch schneid dir mit links dein Ohr ab, als wär ich Vincent van Gogh, als wärst du Vincent van Gogh, hey. Das ist übrigens ein Intro von Kollege, Alter. Das ist ja wohl lyrisch zu abnormal krass, Digga. Da gibt's gar nichts drüber, so. Ganz kurz muss ich bei der Van Gogh-Zeile hier daran denken, die Mighty gerade gekickt hat. Übrigens ist es jetzt die zweite Zeile, die mich an Kollege erinnert. Die erste war Statussymbole auf Straßenikone. Ob das Zufall ist, ne? Wollen wir ein bisschen fitner machen? Ich glaube, Kollege hatte da seine Finger im Spiel. Wie beim Mikado-Kit. Weder Tod noch Teufel, nur Gebote von Gott. Und steh so weit über euch, es gibt Low-Kick an Kopf. Scheiß auf. Ich steh so weit über euch, es gibt Low-Kick an Kopf. Ist auch gut, Digga, wirklich. Und steh so weit über euch, es gibt Low-Kick an Kopf. Scheiß auf die Antipathie. Fighter bis zum Ende, Palästina. Zieh durch wie auf Amphetamin. An der Front, wir sind Alpha-Krieger. Wir sind Alpha-Krieger, okay. Palästina. Zieh durch wie auf Amphetamin. An der Front, wir sind Alpha-Krieger. Dreh ab wie ein Kamerateam. Senzen man nicht mehr alle nieder. Morgen gibt's ein Bambi verliehen. Komm groß raus, Burj Al-Khalifa. Yeah. Ja, diese Burj Khalifa Lines sind auch ausgelutscht als mein Pferderüssel, Alter. Aber vom Flow her auch gut und ich find's auch echt gut. Ich meine, das muss man auch immer sagen, wenn man so zwei Texte schreibt. So, ich mache das wirklich nicht oft. Ich hab's immer mal gemacht. So, die aktuelle Version ist so mit Kuchen, mit Herr Kuchen mache ich das manchmal. Wir letztens wieder so zusammen gemacht. Und auch bei unserem Track Roter Faden haben wir das ja auch gemacht, ne? Und es ist wirklich nicht einfach so, sich immer so die Zeilen hin und her zu schmeißen und Digga, da sag ich das, dann sagst du das und da reibe ich das, dann kommst du da mit rein, du greifst dann den Reim von da auf und so. Und das ist schon so eine Zusammenarbeit und deswegen finde ich das hier echt sehr, sehr gut gelungen. Und gerade jetzt hier bei dem letzten Abschnitt ist jetzt wirklich ein, vom Flow her ganz gut so. Weil jeder reimt auf sein Wort weiter, jeder bleibt eigentlich bei seinen Reimen. Dam, dam, da, dam, da, dima, dam, dam, da. Teufel, nur Gebote von Moment. Gott und steh so weit über euch. Es gibt Low-Kick an Kopf. Scheiß auf die Antipathie. Weiter bis zum Ende, Palästina. Also, Mighty reimt auf Antipathie und Nedal reimt auf Palästina. Und so ziehen die es die ganze Zeit durch. Ihr könnt jetzt auf Mighty achten, er reimt nur auf Antipathie und er reimt nur auf Palästina. Zieh durch wie auf Amphetamin. An der Front, wir sind Alpha-Krieger. Dreh ab wie ein Kamerateam. Senzen man nicht mehr alle nieder. Morgen gibt's ein Bambi verliehen. Komm groß raus, Burj Al-Khalifa. Yeah. Wir ziehen wie das Militär in den Krieg. Als wären wir Marines und klären uns den Sieg. Was wir erreicht haben, haben wir mehr als verdient. Brenn alles nieder und komm wieder mit noch mehr Kerosin. Wir ziehen wie das Militär in den Krieg. Als wären wir Marines und klären uns den Sieg. Ich finde, man sieht Nedal auf jeden Fall den Hunger an, den er hat. Das feiere ich halt so. Man sieht ihm auf jeden Fall die Leidenschaft und den Bock an. So. Trotzdem finde ich so, in der Hook kommt Mighty geiler. Mir gefällt Mighty besser mit der Stimme so, aber ist halt komplett reine Geschmackssache, Alter. Egal wer ihr seid, wir haben das stärkere Team. Brenn alles nieder und komm wieder mit noch mehr Kerosin. Bam, 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 bam. Der Brüder King. Die Champions. Scratchen da jetzt Kollege rein. Deutschraps Tag Team is back. Naja, komm, ist ein bisschen hochgestochen wie ein Arschgeweih im Nacken. Jawohl, ich würde Mighty hier noch ein bisschen mehr ausleuchten hier. Ich finde, Mighty kann man hier sehr gut erkennen. Ich finde nur, es ist ein bisschen dunkel, sein Gesicht. Man hätte da noch die Scheinwerfer anders positionieren können, dass der wirklich halt ein bisschen besser ausgeleuchtet ist, weil so ist das nix halt, ne?
Heftige Nummer, Digga. Brutal, ich schwöre, das wird so ein Killer-Video. Das war richtig gut, Mann. Ja, Mann, ich war auch krass, ich schwöre. Toni, Digga, wie hat's dir gefallen? Ey, Alter! Hä? 3-0 Mighty. Ja, ja, klares 3-0. Und der nächste Seitenhieb. Was sind denn die Kommentare dazu so, Alter? Was wohl der Kollege von damals dazu sagen würde. Man darf die Crowd jetzt aber auch nicht überbewerten. Merke schon nach den ersten 12 Takten, dass das Battle an Flair geht. Ich glaube, im Nachhinein freut sich Cynic, dass er den Song nicht gewonnen hat. Man darf einen Song auf dem Alpha-Channel jetzt auch nicht überbewerten. Kollege hat echt ein Händchen für schlechte Künstler. Aus Rap-Sicht muss man dann Mighty geben. 12 Takte und ja. Wäre ich Farid, ich würde mich schämen, auf dem Track gesampled zu sein. Ja, jetzt kommt übertreibt nicht so. Wenn ihr wirklich das mal so mit neutral auf dem Nullpunkt beurteilen könntet, was ihr nicht könnt, ganz viele Cynic-Fans, was ich auch verstehen kann, dann ist es nicht schlecht, Digga. Das ist sogar ziemlich gut. So von den Reimen und von den Vergleichen und so, von dem Aufbau, von der Kunst, die dahinter steckt. Von dem Aufbau einfach, wie man merkt, dass die beide zusammengearbeitet haben, ist es prinzipiell echt eine gute Nummer so. Aber naja, so viel dazu, me friendos. Wir sehen uns beim nächsten Video. Abonnieren, liken, Glocke da lassen. Glocke da lassen, du hast es mal wieder gerissen. Ihr wisst doch, was ich meine, meine Freunde. Habt einen schönen Tag, euer JGo Koloss. Bis zum nächsten Video. Tschüssos.